Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Ja, im letzten Part haben wir die Pokémon Liga durchgemacht, sind neuer Höhenchamp geworden und jetzt werden wir die Delta-Episode anfangen und danach kommen schon die Legendaries. Oh, ich kann so lange diese Melodie hören, ist so schön zum Einschlafen. Ach ja, dann wollen wir mal. Liebling! Liebling! Tut mir leid, dass ich dich beim Fernsehen störe. Boah. Was gibt's denn? Ich wollte nochmal mit dir über unsere Astronomie-Show in Mosbach City, über unseren Besuch sprechen. Ach ja, gut, dass du es ansprichst. Ich muss dir nämlich etwas beichten. Wie es aussieht, muss ich doch in der Arena arbeiten. Sorry dafür. Arbeit geht vor. Oh, schade, aber die Arbeit geht natürlich vor. Das verstehe ich vollkommen. Tut mir wirklich leid. Nein, ist schon gut. Aber was fangen wir jetzt mit unseren Tickets an? Stimmt, es wäre zu schade, sie einfach verfallen zu lassen. Und damit beginnt Pokémon Delta. Ist zwar nur etwas kurz, aber immerhin noch eine Afterstory. Fortsetzung folgt. Oh, können wir uns nochmal das Intro ergeben? Oh, cool. Oh Gott. Eines Nachts. Raumfahrtszentrum von Mosbach City, Sternwarte. Professor Cosmo, der schlimmste Fall ist eingetreten. Die Flugbahn des Meteors. Schauen Sie nur, sie hat sich urplötzlich geändert und... So steuert der Meteor nun direkt auf unseren Planeten zu. Was sagen Sie da? Überprüfen Sie umgehend die Daten. Los, Neuberechnung der Flugbahn. Und zwar sofort. Zielobjekt im Visier. Neuberechnung der Meteor-Flugbahn läuft. Voraussichtlicher Ort des Aufpralls ist ein Island nahe Route 131, südwestlich von Xenoville. Unfassbar. Als ob er lebendig wäre. Was sollen wir tun, Professor? Was sollen wir tun? Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Reißen Sie sich doch zusammen, verstanden? Ja, aber... Deoxys? Jirashi? Wer weiß. In Ordnung, ja, verstanden.
Offenbar haben wir keine andere Wahl. Diese Uniform brauche ich jetzt nicht mehr. Hopp. Puh, so ist gleich viel besser. Diese Fetzen hat ein bisschen gemüffelt. Außerdem schwitzt man da drin so schnell. Ach, Avelina, bist du froh, dass ich wieder wie ich selbst aussehe? Du bist ja so niedlich, ich könnte dich den ganzen Tag lang knuddeln. Ach, wir haben nicht mehr viel Zeit, nur noch ein paar Wochen vielleicht. Nein, nur noch wenige Tage. Da dieses Kind die Wiedererweckung eines der beiden urzeitlichen Pokémon aufgehalten hat, ist die Sache zwar etwas komplizierter geworden. Naja, wie auch immer. Ich habe mir bereits einen Plan zurechtgelegt. Dafür brauche ich aber zuerst ein paar Schlüsselsteine von Trainern mit dem gewissen Etwas. Ich werde dich auf jeden Fall beschützen, Avelina. Ich weiß nicht, ob das jetzt Pokémon Alpha Saphir Delta Episode. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt trauen soll oder. Ein bisschen komisch. Aber gut, schöne Cutscene. Hallo Relaxo, lange nicht mehr gesehen, Bro. Boah, ist das eine Wii U? Oder ist das eine Switch? Nee, das sieht wie eine Wii U aus. Oh, cool. Boah, ich mach mal ein bisschen leiser für mich. Hey, wenn das nicht mal Torti ist. Lange nicht gesehen, Sportsfreund. Du siehst irgendwie stärker aus. Das ist zumindest mein Eindruck. Ja, Papa, ich bin Champ. Danke dafür. Aber dein alter Herr hat auch fleißig trainiert. Oh, bevor ich es vergesse, das wollte ich dir noch geben. Zweier-Ticket. Das ist die Eintrittskarte für die Astronomie-Show im Raumfahrtszentrum von Mosbach City. Eigentlich wollte ich damit mit deiner Mutter hin, aber die Arbeit in Blütenbock City ruft. Ach ja, das ist übrigens ein Zweier-Ticket. Wieso lädst du nicht Maike von nebenan ein? What? Ich will mit meinem Pokémon dahin gehen. Ich bin Maike. So, bis später jetzt aber. Echt, jetzt muss ich los. Danke, dass du dich in meiner Abwesenheit hier um alles kümmerst. Ist schon gut, pass auf dich auf. Das ist mal wieder typisch Fati. Da kommt er seit Ewigkeiten mal wieder nach Hause und spricht nur über Pokémon. Warum kann er sich nicht einmal ausruhen und vielleicht eine Weile hier bleiben? Es folgen Neuigkeiten zur Astronomie-Show, die morgen endlich ihre Premiere feiert. Oh, gerade haben wir davon gesprochen. Komm, schauen wir mal, Tati. In Kürze wird es am Nachthimmel von Höhen im Sternenbild Leufeo einen Meteorschauer zu sehen geben. Leufeo ist doch ein Pokémon. Im Raumfahrtszentrum von Mosbach City, wo die Astronomie-Show veranstaltet wird, wurde eigens eine Aussichtsplattform bereitgestellt, von der aus man den schönsten Ausblick auf die Sternschnuppen haben kann. Das Zentrum freut sich auf viele Besucher. Oh, das klingt toll, oder? Ein Meteorschauer im Sternbild Leufeo? Das erinnert mich an den Meteorschauer, den ich vor 11 Jahren mit Vati gesehen habe. Los, geh schnell rüber und lad das Nachbarskind ein, mit dem du dich angefreundet hast. Es wäre eine Verschwendung, das Zweier-Ticket von Vati einfach so zerfallen zu lassen und ich wünsche mir auch irgendwann mal ein Enkelkind und so. Du verstehst. Huch, was für ein Zufall. Ich habe gerade an dich gedacht. Schön, dich kennenzulernen. Kennen wir uns? Wir kennen uns doch eigentlich schon, wenn du bei Team Aqua warst. Hast du meine Visage bestimmt schon mal gesehen. Das ist unser erstes richtiges Treffen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich bin Amalia und du bist Torti. Wie du siehst, bin ich voll im Bilde. Du bist der neue Champ der Pokémon-Liga. Alle Leute schwärmen von deiner engen Freundschaft zu deinen Pokémon und du beherrschst die Mega-Entwicklung. Habe ich noch was vergessen? Hä? Ja, ich weiß schon. Du willst schnell weiter, stimmt's? Aber Wurzelheim ist wirklich ein schöner Fleck und die Leute, die hier wohnen, sind alle wirklich reizend. Deine Nachbarin zum Beispiel. Oh, ich muss mich entschuldigen. Ich hab zu viel geredet. Zum Kennenlernen sollte das erstmal ausreichen. Also dann, bis demnächst. Ciao. Wir gehen aber erstmal zu Professor Birk und holen uns unseren Nationaldex ab. Hallo Torti, du scheinst immer auf Achse zu sein, was? Maike hat mir bereits deine Heldentaten erzählt. Es gibt da etwas unbedingt, das ich dir sagen wollte. Die Sache ist die,
Seit du diese Angelegenheit in Xenowelt geregelt hast, sind in Höhen Pokémon aufgetaucht, die hier zuvor noch nie gesehen wurden. Verrückterweise sind das genau die Pokémon, die seit vielen Jahren Gegenstand meiner Forschung sind. Sie gehören Arten an, von denen angenommen wird, dass sie von Jahrtausenden in Höhen gelebt haben. Es handelt sich somit um lauter Pokémon, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Nach all den Jahren kann ich sie jetzt endlich hautnah unter die Lupe nehmen. Ich könnte platzen vor Glück. Ich habe so schnell wie ich konnte ein Update für den Pokédex zusammengeschustert. Gib mir den Pokédex nochmal, ich installiere das Update. Jetzt kannst du auch über das Pokédex-Menü auch auf den National-Pokédex zugreifen. Mach guten Gebrauch davon. Manche sagen, dass Höhen seit dem Vorfall in Xenoville zu einem besseren Lebensraum für Pokémon geworden ist. Das heißt allerdings nicht, dass es für uns Menschen ein schönerer Ort zum Leben geworden ist. Das Gleichgewicht zwischen Menschen und Pokémon und der Natur hat sich stark verschoben. Ich möchte, dass du die Höhen neu erkundest. Vielleicht findest du ja beim Vervollständigen des National-Pokédex deine ganz eigene Antwort auf die Fragen, wie wir unser Zusammenleben mit Pokémon in Zukunft gestalten können. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. So, Maike, du wolltest ja sowieso schon mal ein Date haben. Oder ein Date-ho. Oh, dann wollen wir mal. Aua, alles in Ordnung, Maike? Was hat dieses Biest hier angetan? Sag schon, Kind. Keine Sorge, Mama, mir geht's gut. Sie hat mich nur angerempelt, sonst nichts. Ja, wahrscheinlich diese Amalia hat den Megastein geklaut. Autsch. Torti, geht's dir gut? Da bin ich echt erleichtert. Ich weiß auch nicht genau, was passiert ist. Es ging alles so schnell. Auf einmal kam durch das Fenster im ersten Stock eine fremde Frau und dann hat sie mir mit Gewalt meinen Schlüsselstein entrissen. Meine Pokémon und ich haben uns zwar versucht zu wehren, aber sie war unglaublich stark. Wir hatten nicht die geringste Chance. What? Die hat nur einen Flummel. Hat Flummel eine Mega-Entwicklung? Krabum ist bestimmt, aber... Sie hat irgendwas vor sich hingemurmelt. Ich glaube, es war nächster Halt Blütenburg City. Sei bitte vorsichtig, Torti. Hallo? Ja. Ich wollte dich einladen. Nicht? Dann gehe ich halt erst nach Blütenburg City. Da will man mal nett sein und dann... Oh Gott, wo könnte sie denn in Blütenburg sein? Ah ja, natürlich. Ich habe die Nase gestrichen voll von dir. Hört mit den Faxen auf und lass endlich deinen Schlüsselstein rüberwachsen. What? Wie oft denn noch? Ich habe keinen Schlüsselstein. Lüg mir nicht ins Gesicht, Kleiner. Ich weiß doch genau, dass du die Mega-Entwicklung einsetzen kannst. Hörst du überhaupt zu? Es ist nicht leicht, mich wütend zu machen, aber du wirst wirklich auf dem besten Weg. Oh, hey, Torti. Du schon wieder. Bestes Timing gibt's gar nicht. Dann schnapp ich mir eben erstmal deinen Schlüsselstein. Versuch das mal, Bro. Versuch das mal. Level 53. Ja, ist klar. Sturzlug. Vielleicht sollte ich wieder Logok nach vorne nehmen. Nicht schon wieder. So ein Mist. Immer musst du uns dazwischen funken. Wenn das so ist, gehe ich eben zu den Meteorfällen. Danke, Torti. Dieser komische Mann kam völlig unerhofft auf mich zu und hat mich aufgefordert, ihnen meinen Schlüsselstein zu geben. Aber ich muss gestehen, dass ich meinen Schlüsselstein verloren habe. Ich dachte, ich hätte ihn zu Hause liegen lassen, aber als ich zurückkam, war er weg. Was in aller Welt ist hier bloß los? Oh... Da ist wohl jemand zuvor gekommen. Also Team Aqua und diese Avania arbeiten also nicht zusammen, so wie es aussieht. Ich muss dafür sorgen, dass meinen Eltern nichts passiert, wenn nochmal jemand wie dieser Mann hierher kommt. Bitte pass auf dich auf, Torti. Ja, super. Ja, hallo, Torti. Ich bin es, Troy. Geht es dir gut? Da staunst du, was? Alle Multinavis wurden mit dieser Kommunikationsfähigkeit bestückt.
die sich derzeit noch in Entwicklung befindet. Ich habe mir gedacht, dass sie im Notfall ganz hilfreich sein könnte. Und leider gibt es auch schon wieder einen Notfall. Ich weiß, das kommt jetzt recht plötzlich, aber würdest du bitte schnellstmöglich zu der Defon Corporation in Metaverse City kommen? Es gibt da etwas, das du dir unbedingt anhören musst. Also, ich warte auf dich. Bis dann. Natürlich. So, aber als erstes kommen die Logout nach vorne. Da sind sie ja, Herr Trump. Torti, es tut mir leid, dass ich dich so plötzlich herbestellt habe. Ich bin bekannt dafür, dass mich meine Intuition selten im Stich lässt, aber ich hatte mir sicher nicht vorgestellt, dass wir uns so bald wieder begegnen würden. Zudem muss ich dir leider mitteilen, dass der Anlass für unser Wiedersehen kein glücklicher ist. Nun, wir sollten das nicht hier draußen bereden. Gehen wir hinein. Bitte nach dir. Oh. Aber wenn man bei Mr. Trump einen P ranhängt, dann heißt das ja schon fast Mr. Trump. Vater, Torti ist hier. Oh, willkommen zurück. Lange nicht gesehen. Oder warst du in letzter Zeit mal hier? In letzter Zeit werde ich immer vergesslicher. Das bringt wohl mein Alter mit sich. Ach, ach, ach. Vater. Ach, du alte Spaßbremse. Ich weiß. Du willst, dass ich endlich zum Punkt komme. Du bist doch der Champ der Pokémon-Liga. Wozu also die Eile? Nein, ich bin der Champ. Von mir hat der Junge diese nervöse Ader nicht. Was? Torti ist inzwischen der neue Champ? Ja, das versuche ich euch doch zu sagen. Na, das erklärt so einiges. Dann hast du wirklich allen Grund, nervös zu sein. Vater, ich muss doch schwer bitten. Ja, ja, ist ja schon gut. Dieser Junge versteht einfach keinen Spaß. Na schön, Torti. Ich muss jetzt leider einen Ärztenton anschlagen. Mach's dir besser etwas bequem. Meine Ausführung könnte eine Weile dauern. Also dann, bist du bereit? Kann ich loslegen? Ja, bitte doch. Gut, dann will ich mal anfangen. Meine Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Vor 3000 Jahren, um genau zu sein. Kriegen wir eine Cutscene? Nee, doch. Damals wütete in weit entfernter Region ein schrecklicher Krieg. Der Pokémon-Krieg von damals? Major Bob? Nur durch die von einem einzelnen Mann erfundenen Waffe konnte dem Konflikt schließlich ein Ende gesetzt werden. Ah ne, sie spielen auch die 6. Gen an. Mit den Flabebe, mit, ja, ja. Jedoch kannst du dir nicht vorstellen, was seiner Erfindung damals als Energiequelle diente. Es ist einfach zu grausam. Die Waffe wurde nämlich mit der Lebensenergie unschuldiger Pokémon betrieben. Eine Energie, für die unzählige Pokémon geopfert wurden. Die meisten Menschen würden das genau wie du als äußerst verwerflich aburteilen. Doch mein Großvater, mein Vorgänger, als Präsident von Defon, dachte folgendes: Warum nutzen wir diese Energie nicht dafür, das Leben der Menschen und Pokémon zu verbessern? Daraufhin entwickelte er den ganzen Stolz der Defon Corporation, den Endloss, die Endloss-Energie. Dank der Endloss-Energie stieg Defon zum bedeutendsten Unternehmen in Höhen auf und entwickelte sich zum heutigen großen Konzern. Übrigens, in den Defon-Waren, die du für uns wieder erlangt hast, befand sich ein U-Boot-Monitor, der mithilfe der Endloss-Energie betrieben wird. Für den weiteren Fortschritt der Menschheit haben wir unsere Aktivitäten auf die Weltraumforschung ausgeweitet. Die endlos energiebetriebenen Raketen, die vom Raumfahrtzentrum von Mosbach City starteten, sie sind das Resultat eines großen Traumes, die Verbindung von Leidenschaft mit Technologie. Nie kam uns in den Sinn, dass sie die einzige Hoffnung auf die Rettung der Welt werden könnte. Die Einleitung ist etwas lang geworden, aber nun komme ich zum wichtigen Teil. Der unvorstellbaren Bedrohung, der wir uns ausgesetzt sehen. Ein gigantischer Meteor mit einem Durchmesser von mehr als 10 Kilometern rast auf den Planeten zu. Das ist wirklich kritisch. Das Raumfahrtzentrum von Mosbach City hat diese Gefahr als erstes erkannt. Gemeinsam mit den Forschern haben wir einen Plan ausgearbeitet, den Einsatz der Raketen vorsieht. Aber für die Durchführung benötigen wir unbedingt ein Meteorstück. Wir haben so, glaube ich, sogar noch eins. Warum bitten wir einfach nicht Rayquaza? Rayquaza und Hyperstrahl so wie Mystery Dungeon. Ich verstehe.
Und jetzt möchtest du, dass er dieses Meteorstück für dich beschafft, nicht wahr? Exakt, ich sehe, du bist nicht auf den Kopf gefallen. Du bist eben doch mein Sohn. Nur weil ich deine Gedankengängen folgen kann, musst du mich nicht extra loben. Ich möchte, dass du dich zur Granithöhle aufmachst. Laut unseren Messungen müsste dort ein Meteoritenstück sich befinden. Troy, geh du bitte schon mal zum Raumfahrtzentrum. Mach das Linkkabel, das ich dir vorhin gegeben habe, bereit für den Einsatz. Das Linkkabel, es wird als ein Warp-System verstanden. Wir sind uns damals auf der Ebene mit der jahrtausendalten Wandmalerei zum ersten Mal begegnet. Ich erinnere mich dort, dass dort viele Meteorstücke herumlagen. Na gut, Torti, ich breche zum Raumfahrtzentrum von Mos Park City auf. Wenn es etwas gibt, melde ich mich unverzüglich bei dir. Aber mach dich schon mal auf eine weitere einseitige Mitteilung meinerseits gefasst. Genau wie das letzte Mal. Mach's gut. Troy, pass bitte auf dich auf. Fati, nicht von dir. Also dann, ich hoffe, ich kann auf deine Unterstützung zählen. Wenn ich dir nochmal irgendwas erklären soll, komm einfach vorbei und sprich mich an. Ja. Wir sollen zur Granithöhle, aber eigentlich haben wir schon noch ein Meteorstück. Glaube ich zumindest. Ah, hier geht's nach unten, okay. Wollte ich gerade sagen. Oh Gott, wir haben jetzt theoretisch drei Anlaufpunkte, wo wir hin können. Wir könnten zu den Meteorfällen hin, weil Team Aqua hat ja gesagt, hier, pass auf, wir gehen da hin. Zur Granithöhle und zu den Wandmalereien. Ja. Ich würde sagen, als erstes gehen wir zu den Wandmalereien. Ja. Und zwar in der Nähe. Achso, da ist. Ah nee, das ist ja die Granithöhle. Ja gut, dann gehen wir da hin. Moin, Coralina, alles gut bei dir? Wir sind hier gerade bei der Delta-Episode bei Pokémon Alpha Saphir. Oh, wen haben wir denn da? So diese komische Avania oder so, ne? Habt ihr auch heute angefangen? Ah, cool, aber nicht spoilern, ich kenne die noch nicht. Interessant, es ist verblüffend, wie sehr diese Wandmalereien der an einem ehrwürdigen Ort ähneln. Der größte Unterschied besteht wohl darin, dass diese hier die Protomorphose darstellt, während jene andere die Mega-Entwicklung zeigt. Wenn man sich vorstellt, dass hier einstmals unsere Ahnen gelebt haben. Die Prophezeiung spricht von einem gewaltigen Unheil, das von jenseits des Himmelgewölbes womöglich aus dem Weltall auf unseres Planeten hereinbrechen soll. Doch meine Vorfahren kannten einen Weg, um dieser ausweglosen Lage Herr zu werden und überlieferten ihn von Generation zu Generation bis heute. Was hast du aber, Avelina? Huch. Wir laufen uns aber oft über den Weg, findest du nicht auch? Interessierst du dich auch für Wandmalereien? Oder suchst du nach einem Meteorstück wie... diese Steinchen dienen einem legendären Pokémon, das hoch oben im Himmel lebt, als Energiequelle, weißt du? Ah, Rayquaza wahrscheinlich. Du bist wirklich ein faszinierender junger Mann. Ich kann mich nicht mehr gedulden, ich muss einfach gegen dich kämpfen, aber bevor ich dich auf dem falschen Fuß erwische, bist du überhaupt bereit für einen Kampf? Klar. Ich habe nichts anderes erwartet als vom Champ, also gut, dann zeig doch mal, was du so drauf hast. Oh. Welches Level? 55. Himmelhieb. Und da hat Mikey gegen keine Chance gehabt gegen die Pokémon? Na gut, ein Altaria, aber...
Und eigentlich müsst ihr sie noch im Flurmel einsetzen. Und sie wird halt Sinn machen, aber... Nein, Bruder Landa. Das ist ihr Signature. Aber eigentlich Flurmel ist ihr Signature, aber weiß ich nicht. Oder Flurmel ist eher so das Pokémon-Skottchen, ja. Wir müssen uns was gegen Bruder Landa einfallen lassen. Versuchen wir mal eine Kampfattacke. Vielleicht haben wir da mehr Erfolg. Jo. Oh, aber immerhin hat sie ein Pokémon von mir besiegt. Auf geht's, Schwalboss. Sturzflug. Ah, du bist auch erst bis da gekommen. Ah. Ja, ja, das ist gut. Genau, das hatte ich auch erwartet. Klasse, absolute Spitzenklasse. Das war fantastisch, Torti. Hier, nimm dieses Meteorenstück, Meteoritenstück, als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Dankeschön. Dieser funkelnde Meteorit, den du dabei dir trägst, wirkt irgendwie sehr wichtig auf mich. Du solltest darauf ebenso gut aufpassen wie auf das Meteorenstück, das ich dir gerade gegeben habe. Ich traue ihr nicht. Sie hat bestimmt die Megasteine geklaut. Zwei Fragen habe ich zum Schluss noch an dich. Wie stark bestimmen deine Wünsche dein Handeln? Und wie viel von der Wirklichkeit musst du kennen, bevor du guten Gewissens in Aktion treten kannst? Florma! Ist ja schon gut, ich hab dich nicht vergessen. Du bist ganz schön verwöhnt, meine kleine Avelina. Wo sollen wir denn als nächstes hingehen, mein Liebling? Hey, Torti, konntest du das Meteoritenstück auftreiben? Wenn ja, würde ich dich bitten, es schnellstmöglich zum Raumfahrtzentrum nach Mosbach City zu bringen. Langsam aber sicher läuft uns nämlich die Zeit davon. Also, du weißt, wo du mich findest. Ja, und ihr wisst, wo ihr den Abo-Button findet. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.